Akzeptanz für politische Vorhaben und es können Interessen aus der Bevölkerung aufgenommen werden. Darunter stelle ich mir vor, dass es regelmäßige und unterschiedlichste Anlässe in unserer Stadt können stattfinden können, um Themen und Visionen mit den Einwohnerinnen und den Einwohnern zu entwickeln, zu erarbeiten und zu diskutieren. Ich wünsche mir, dass es in Affoltern eine Selbstverständlichkeit für Sie alle wird, aktiv mitzubestimmen und sich einzubringen. Dazu könnte ich mir vorstellen, dass wir auf verschiedenen Kanälen uns bewegen, um möglichst eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Auf dem digitalen Weg, bei Speed-Datings mit dem Stadtrat oder allenfalls bei einem Workcafé zu einem aktuellen Thema. Ich habe es jetzt ein bisschen länger laufen lassen, das stört etwas. Von wem ist das Echo? Wer ist schuldig? Das ist der Livestream, wo aber nicht sollte hörbar sein für uns. Dass wir das technische Problem noch gespielt lösen, weil es ist ziemlich schwierig, so zu reden. Jetzt können. Im Moment geht es. Tönt es nicht immer noch? Ich sehe jetzt ausgeschaltet, also das. Nein, da tönt es noch. Ja, es ist so technische Probleme, müssen gelöst werden, weil sonst ist es eine Benachteiligung von denen, die müssen reden, weil eben der Hall ist etwas sehr Irritierendes. Ist jetzt gut? Gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Markus Gasser. Das dringendste Problem in den ersten 4 Jahren in 60 Sekunden. Ja, grüezi miteinander. Für mich ist und bleibt das Thema Aussenraum eines der wichtigsten in Zukunft. Die qualitative Gestaltung, hauptsächlich vom öffentlichen Aussenraum, wie Strassenplätze, Begegnungszonen oder kleine Restflächen, die Gestaltung von solchen Flächen wird in Zukunft immer eine größere Bedeutung zukommen. Einerseits wird durch den prognostizierten Bevölkerungswachstum wird die Fläche im Verhältnis immer kleiner, die wir zur Verfügung haben. Andererseits, wie die Themen wie Klimawärmung, Biodiversität, die auch Anspruch erheben auf den Aussenraum. Wie schaffen wir es, den immer knapper werdenden Raum so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen drin, sicher fühlen, aber auch in Begegnungen stattfinden da drin? Wie halten wir das aus in Zukunft, die vermehrten Hitzetage? Und wie stellen wir der Natur in diesem Raum die dringend benötigten kleinen Trittsteine zur Verfügung? Merci, Markus Gasser. Ein Satz, gut. Ich wünsche mir eine Übersicht mit allen möglichen Antworten auf diese Fragen. Claudia Lebermann. Viele Themen sind für mich schon genannt worden. Für mich geht es grundsätzlich auch um Standortattraktivität. Affoltern soll für mich attraktiv bleiben als Wohnort. Es soll aber auch attraktiv sein als Wirtschaftsstandort. Und schlussendlich mit allen Angeboten, die damit verbunden sind, sei es für Familien, auch die Vereine, die einen grossen Anteil an die Attraktivität beitragen,
dass wir da auch im Austausch stehen, dass wir wertschätzende Kommunikation pflegen können und auch das Partizipative, das bereits angesprochen ist, wo wir schlussendlich als Stadt ja auch gemeinsam können etwas bewegen und etwas erreichen, dass wir uns alle wohlfühlen hier, auch in Zukunft noch. Merci. Danke vielmals. Markus Meier. Danke. Ich meine, die Sicherheit ist für jede Bürgerin und jede Bürgerin der Stadt ein legitimes Recht, das er auch einfordern darf. In der Statistik vom Kanton Zürich liegen wir in der Kriminalstatistik an zweiter Stelle. Also das Ziel könnte sein, an erster Stelle zu sein. Das wird auch in Zukunft mein Ziel sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wie Sie wissen, bin ich von der wirtschaftlich liberalen FDP. Es ist mein Ziel, dem Gewerbe so wenig als möglich Steinweg zu legen und dass die auch wieder ihre Umsätze schreiben können und somit in Affolter gute Steuern können zahlen. Ich werde auch in den nächsten 4 Jahren gut darauf achten, dass jeder bezahlte Steuerfranken nutzbringend und für alle kann eingesetzt werden. Die anstehenden Projekte sind ambitiös und sollten ohne Steuererhöhung realisiert werden. Dafür stand ich ein und das ist mein Versprechen an die Wählerinnen und Wähler von unserer Stadt. Merci vielmals. Evelyn Fenn. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie der Claudia. Ich habe auch schon ganz viele gute Sachen jetzt gehört. Mir geht es auch um eine wertschätzende Kommunikation mit den Menschen von Affoltern. Ich kenne da rein und wenn ich in den Saal schaue, sehe ich ganz viele clevere und erfahrene Menschen und ich finde, die müssen wir einbinden in unsere Stadt und das müssen wir können nutzen. Wichtig ist mir dabei in der Politik, dass wir unsere beiden Ohren brauchen und unser Maul. Wir haben 2 Ohren, um gut zuhören und die Anliegen der Leute aufnehmen. Und wir haben ein Maul, damit wir komplexe Zusammenhänge können in einer einfachen Sprache den Bürger nachbringen und immer wieder erklären. Das ist wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, dass die Bürger verstehen, was man im Staat macht und für was das ist. Meiner Meinung nach ist das das drängendste Problem, neben der hohen Schuldenlast, die natürlich auch ein Defizit ist. Aber ich finde, das andere Defizit ist mindestens so gross. Wenn wir uns da verbessern, steigt die Lebensqualität. Und so paradox das klingen mag, es ist sogar gut für die Finanzen. Merci. Herr Malhut. Ja. Guten Abend, miteinander. Wenn ich jetzt etwas sage, dann tönt es fast so, als hätten wir uns abgesprochen miteinander. Aber es ist nicht so, überhaupt nicht. Ich finde, der bisherige Stadtrat hat ganz einen guten Job gemacht. Es gibt aber noch ein bisschen Potenzial. Verwaltung zum Beispiel ist eine Dienstleistungseinrichtung für die Einwohner. Und der Dienstleistungsgedanke, der darf durchaus auch spürbar werden. Ich will, dass sich die Menschen, die bei uns ins Stadthaus kommen, verstanden fühlen und zufrieden wieder heimgehen. Der Stadtrat selber ist aus meiner Sicht zu wenig sichtbar, zu wenig spürbar und darum auch zu wenig transparent. Der direkte Draht zu der Bevölkerung fehlt. Zu den Hauptaufgaben vom Präsidenten gehören gemäß Funktionsbeschreibung Koordination, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, interkommunale Zusammenarbeit, Standortmarketing und lokale Wirtschaft. Und das hat alles mit Information, Kommunikation und Transparenz zu tun. Herr Van Brütsch, die 60 Sekunden sind um, aber wir kommen nachher wieder dazu. Das ist aus meiner Sicht das dringendste Problem. Gut, sehr gut. Alles gut. Ja, guten Abend miteinander, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ich stelle mir eine wichtige strategische Frage, wie bewältigen wir das Wachstum? Der Kanton Zürich wird wachsen bis 2050 auf etwa 2 Millionen, das sind nochmal 500.000 knapp mehr als heute. Davon kommen üblicherweise 3% im Säuleamt an und nach Ansicht vom Kanton sollte Affoltern und Hedingen 80% von dem Wachstum aufnehmen. Das bedeutet, wir werden weiterhin müssen in Infrastrukturbauten investieren, nicht nur Bauten, das ist Bildung ist ein Thema, aber auch Sportplätze und aus Verwaltungsgebäude wird, müssen sich vergrößern oder muss vergrößert werden. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass es, was der Markus schon gesagt hat, dass wir in die Ausraumgestaltung und die Naherholungsgebiete mehr investieren müssen, weil
die zunehmende Verdichtung braucht Raum für die Menschen, damit sie sich auch wohlfühlen. Zu den Finanzen kommen wir dann später noch. Merci vielmals. Und zum Abschluss Claudia Spöri. Guten Abend miteinander. Ich sehe mehrere Schwerpunkte, vor allem für die nächste Legislatur im Bereich Bildung. Mit dem neuen Volksschulgesetz, das 2021 in Kraft getreten ist, haben wir die Möglichkeit bekommen, Leitung Bildung einzurichten. Damit verkleinern wir die Schulpflege und machen weiter Schritte Richtung Professionalität. Die Primarschule wächst. In den letzten 8 Jahren haben wir über 300 Schüler mehr. Wir werden in den nächsten 2 Jahren tausende Marken übersteigen. Der Schulraum, also die Schulraumplanung, muss unbedingt sorgfältig angepasst werden. Dann hat die Pandemie bei uns aufgezeigt, dass wir im digitalen Fuhrpark eher schwach auf der Brust sind. Wir haben wenige und teilweise auch veraltete Geräte und Vorgaben vom Lehrplan 21 adäquat können umsetzen. Wir können wirklich nur die Mindestanforderungen vom Lehrplan 21 umsetzen. Und der letzte Punkt ist für mich das Thema Tagesschulen. Die schulergänzende Betreuung wird immer ein grösseres Thema auch in Affoltern. Mit einer sorgfältigen Bedarfsabklärung in der nächsten Legislatur, wenn wir schauen, was diesbezüglich in Affoltern sollte gemacht werden. Merci vielmals. Und wir bleiben gerade auf dieser Seite beim zuerst Stadtpräsidium. Clemens Grötsch, was ist eigentlich die Funktion des Stadtpräsidenten? Stadtpräsident ist einmal zuständig für, im operativen Bereich für die Stadtratssitzungen, dass die Geschäfte ordentlich abschiedet werden können, das ist ein wesentlicher Punkt. Er ist Repräsentant für die Stadt, in der Stadt, aber auch im Kanton und in anderen Gremien im Bezirk. Und so nehme ich das auch wahr. Ich nehme auch teil an verschiedenen Goldhochzeiten oder 100-jährigen Geburtstag. Die 80-jährige kann man nicht mehr besuchen. Die könnte man schon besuchen, aber das wäre dann ein jahresfüllendes Programm. Also so muss man da Schwerpunkte setzen. Und dann habe ich eine Zusatzaufgabe, die mir zutragen worden sind aus dem Bezirk als Mitglied im Leitenden Ausschuss im Kanton Zürich, habe ich da auch meine Aufgaben. Wir sind eigentlich sozusagen ein bisschen, tun wir so die Regierung ein bisschen beeinflussen mit ihren Vorlagen und was da so kommt mit Vernehmlassungen und so weiter. Ich bin jetzt noch in der Härtefallkommission für abgewiesene Asylanten und so weiter und so weiter. Was motiviert Sie, wieder zu kandidieren? Ja, erstens macht mir die Arbeit Spaß. Zweitens bin ich der Meinung, wir haben gewaltige Themen vor der Brust. Vor allem, was ich konzentriere mich jetzt auf die Infrastrukturmaßnahmen, weil wenn die Kinder da sind, da brauchen sie einen Kindergartenplatz und da haben wir offensichtlich zu wenig. Das Wachstum wird sich möglicherweise oder ganz sicher beschleunigen, so wie ich das sehe. Wir haben bis jetzt 100, 150 Personen mehr pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass es Jahre geben kann, wo deutlich mehr Leute da herzügen. Das hängt natürlich dann auch vom Bauprojekt ab, mit Bauepark und so weiter. Aber ich denke, im Durchschnitt in den nächsten 15 Jahren haben wir 230 Leute mehr. Also mir macht die Arbeit Spaß, mir macht die Arbeit im Team Spaß. Der Stadtrat hat meines Erachtens die letzten 4 Jahre gut funktioniert. Und das Klima ist soweit ordentlich, bei aller Kritik, die man da jetzt noch vereinzelt hört. Hermann Brütsch, Sie sind vor 4 Jahren nicht gewählt worden als Stadtrat. Jetzt wollen Sie Stadtpräsident werden. Wieso? Unbewehrbar. Nein, es ist schon so, dass vor 4 Jahren, das hat mir eigentlich ziemlich weh getan. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um zu schauen, was auf Folter läuft. Und ich habe die Zeit auch genutzt, um ein bisschen mich selber zu reflektieren und mir zu überlegen, was will ich besser machen bei mir selber. Und ich kann nicht von den anderen verlangen, machen etwas besser, bevor man nicht selber damit anfängt. Ich habe vorhin gesagt, dass da mit der Kommunikation, der Information und der Transparenz vom Stadtrat etwas ist, was in meinen Augen ein dringendstes Problem ist. Weil, da folgt man, die sollte ihren Stadtrat kennen. Da folgt man, sollte wissen, was der Stadtrat macht. Und im Idealfall schätzt es sogar, was der Stadtrat macht. Das heisst aber ziemlich viel Information. Und das ist in meinen Augen Information eine Führungsaufgabe, eine klare Führungsaufgabe. Und da habe ich vorhin schon mal gesagt, da gibt es durchaus noch Potenzial. Das ist bis jetzt gut gewesen. Aber ich denke, es könnte besser werden. Vielleicht haben die auch da folgt mal wieder mehr Freude an der Politik. Da haben sie im Moment vielleicht nicht so wahnsinnig.
Sie sind vorher als Stadtrat FDP-Vertreter gewesen, jetzt sind Sie parteilos. Was hat der Wechsel ausgelöst? Es stimmt, jetzt muss ich das ganz höflich sagen, ich sage es jetzt mal so, die FDP hat nicht dem entsprochen, was mich motiviert hat, in die FDP zu gehen. Und was hat Sie dort motiviert, in die FDP zu gehen? Ich habe die FDP für eine gute Partei gehalten, für eine Wirtschaftspartei, für eine liberale Partei. Es sind Werte gewesen, wo ich auch dafür einstehen konnte. Und wo ich auch gern länger dafür einstehen wäre. Und die hat sie in den letzten paar Jahren auf den Weg verloren. Okay. Und wenn ich was motiviert Sie zur Kandidatur als neue Stadträtin und Stadtpräsidentin? Ich bin ja jetzt RPK-Präsidentin und habe also aus der Beobachtersicht im Prinzip die Stadt beurteilt, vor allem die finanzpolitischen Fragen. Und die Kultur von einer Gemeinde oder von einer Stadt, die wird vom Kopf her geprägt. Und das ist das, was mich an dem Amt reizt. Also ich wäre auch gerne Stadträtin, als Ressortvorsteherin, aber ich finde, können eine Kultur vom Kopf her prägen, finde ich spannend. Und unser System will man nicht einen kleinen König, der irgendwo alles regiert, sondern man will ja eher jemanden, der das Ganze im Blick hat, wie das der Clemens auch schon gesagt hat, also wo der Überblick hat, wo die Menschen im Blick hat. Und mir gefällt so das Bild vom Hirt, wo seine Herde einen guten Platz fährt, besser als das Bild vom König, der einfach also der Oberbefehlshaber ist von etwas. Genau. Sie sind die Einzige, die eine Partei hat. Wie wichtig ist die EVP jetzt für Ihre Kandidatur? Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich ein Vorteil ist, weil ja wir einen EVP-Stadtrat schon bereits haben. Aber ich bin aus der Überzeugung der EVP und bin auch von meiner Partei bereit für diesen Entscheid. Und darum ist sie insofern wichtig, dass sie mich unterstützt. Aber wie wichtig ist, angenommen, Sie würden gewählt, wie wichtig wäre dann die Partei? Ja, ich glaube, wenn ich gewählt bin, bin ich gewählt von den Affolterinnen von allen. Und wenn ich sage, ich will Stadtpräsidentin von allen werden, dann geht es nicht darum, um ein Parteiprogramm umzusetzen, sondern geht es darum, das Beste für die Stadt zu suchen. Jetzt wieder zum Clemens Glötzsch. Sie sind ja von Anfang an parteilos gewesen. Was heisst bei Ihnen parteilos? Ist das meinungslos oder? Also wenn man meine Herkunft kennt, dann war ich 31 Jahre in der Wirtschaft tätig. Und dann ist es, glaube ich, nicht so schwierig zu erkennen, dass ich doch durchaus, ich sage jetzt nicht bürgerlich, weil links ist auch bürgerlich wahrscheinlich. Darum sage ich, ich bin auch für alle da, wenn man das so will. Ich bin neulich mal von Werner Schneider gefragt worden, warum. Da habe ich ihm gesagt, ich bin einfach so erzogen worden in meinem katholischen Elternhaus, dass man mir gesagt hat, nach der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg selber denken, schadet nicht. Besser als über hinterm Herlaufen. Gut, nehmen wir das mal so stehen und gehen zum Schulpräsidium. Claudia Spöri, wie ist das Spannungsfeld zwischen Schulpflege und Gemeinderat? Ist jetzt noch schwierig. Also schlussendlich ist meine Position ein bisschen speziell. Ich bin quasi eine Person, die in zwei Behörden gleichzeitig tätig ist. Ich bewege mich in zwei verschiedenen Gesetzen. Einerseits das Volksschulgesetz in der Schule, das Gemeindegesetz in der Stadt. Und ich spüre einfach nach wie vor, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, wo wir 2018 Einheitsgemeinde geworden sind, mir selber gesagt, ja, zwei Jahre durch die Konsolidierungsphase und dann haben wir die Einheitsgemeinde gepackt. Jetzt nach zwei Jahren muss ich sagen, das ist mein Ziel weit verfehlt. Wir sind eigentlich immer noch dran und es braucht auch noch auf beiden Seiten nach wie vor noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit. Also die mit den zwei Jahren sehr sportlich, denke ich, von mir. Aber ich nehme an, es gibt gewisse Spannungsfelder zwischen Schule und Gemeinde. Also beispielsweise die Schule kostet und die Gemeinde will man Zürich steuern. Wie bewegt man sich in dem Feld die Schulpflege und vielleicht andere Sachen zum Teil als die Gemeinde ab? Ja, also ich kann vielleicht als Beispiel bringen, wo wir als Freundheitsgemeinde
gemeint worden sind, ist die Stadt gerade eine Optimierung von den Ressourcen, von den Finanzen. Und dann hat es geheißen, alle Abteilungen haben jetzt etwa im gleichen Stil Sparmaßnahmen eingeleitet. Die Schule hat das jetzt auch zu machen und uns ist ein Betrag in Millionenhöhe aufgelegt worden, um jetzt Sparmaßnahmen umzusetzen. Ich habe von Anfang an gewusst, oder die ganze Schule gesagt, das schaffen wir nicht. 85% von unserem Schulbudget sind Löhne, sind Lehrmittel, Bundesausgaben, die der Kanton uns quasi aufs Auge drückt. Wir haben dann das gemacht, wir haben ein bisschen etwas gefunden, das ist tatsächlich so, aber wir reden hier von den 10'000erinnen. Und schlussendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätten wir hier Millionen gefunden und können einsparen, dann wäre vorher schon jahrelang ganz viel falsch gelaufen in der Schule. Und das ist dann so wie auch da wieder die Aufklärung jetzt von der Schule zum Stadtrat, um zu zeigen, wir sind weg in der Hand. Wir haben einen kleinen Spielraum, den wir wirklich frei gestalten können und der Rest ist uns einfach vom Kanton schon vorgegeben. Und ich nehme an, dass Sie wieder kandidieren. Sie können gut mit dem Spannungsfeld zwischen Schule und Gemeinde leben. Nein, ich denke schon. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte, ja, das geht gut. Und habe dann schon gemerkt, es ist sehr anspruchsvoll. Es macht aber auch Freude. Es ist immer wieder auf beiden Seiten vermittelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch auf der Schulseite. Ist noch Aufklärungsarbeit nach wie vor wo man muss machen, aber schlussendlich macht mir das auch Freude. Und darum habe ich auch müssen sagen, mal für mich stimmt das so. Klar hat es Zeiten gegeben, wo es einem zwischen den, ich sage jetzt mal Behörden, auch mal ein bisschen aufreiben und manchmal ein bisschen verreiben, aber ich bin auch sehr gewachsen in den letzten 3,5 Jahren an dem Amt. Jetzt zum Spannungsfeld bleiben und gleichzeitig Zeiten wechseln. Wir haben jetzt gehört, dass verschiedene Infrastrukturaufgaben, zum Beispiel in der Schule, auf der anderen Seite Anliegen von der Biodiversität, Freiräume. Wie kann man das Problem lösen? Markus Gasser, das Spannungsfeld. Sag mal das Spannungsfeld nochmal bitte. Wie siehst du das Spannungsfeld? Also einerseits braucht es neue Gebäude für Verwaltung, für Schule und so weiter. Andererseits braucht es Räume für Begegnung, für Biodiversität. Wie schaffen wir den Platz dafür für alles? Ja, also wenn man das eine zum anderen ausspielt, denke ich, kommen wir nicht richtig ans Ziel. Wenn wir schauen, dass wir beispielsweise jetzt Ausserraum vom Schulhaus eben auch schon so gestaltet, dass man ihn auch kann, brauchen zum, als Spielplatz, nur schon ganz einfach, dass man den kann aufmachen kann, dass man den kann nutzen kann, nicht nur für die Schule. Wäre schon eine Doppelnutzung möglich. Ich denke auch, eben, da ausspielen würde ich das nicht. Es braucht beides. Auch so einen Schulhausplatz ringsum, den kann man auch mehr oder weniger biodivers gestalten. Das ist sehr gut möglich, oder? Und da muss man auch immer wieder dranbleiben und die Leute sensibilisieren, die Hauswerte, aber auch die in der Immobilie planen etc., dass man da immer einfach dran denkt, ah, könnte man es vielleicht auch anders machen? Könnte man vielleicht auch in die Richtung von der Biodiversität gestalten? Das ist, muss man einfach immer dran denken, das ist wichtig. Und wie macht man das praktisch? Also, wie läuft das im Stadtrat ab, dass Biodiversität nicht vergessen geht? Also wir haben jetzt gerade, der Stadtrat weiss von dem Glück noch nicht ganz so viel. ich bin Präsident von der Naturschutzkommission, automatisch durch mein Amt. Und wir haben festgelegt in der Kommission, dass wir wollen, ein Biodiversitätsleitbild erarbeiten. Und dort drin sollen wirklich die Ziele, also oder das Bild aufgezeigt werden, wo wir in unserer Stadt zu dem Thema ist dort drin formuliert. Und das sollte nächstens in den Stadtrat kommen, um das Leitbild auch absegnen, dann schlussendlich, hoffe ich. Also da sind mich jetzt gerade Wunder, Formulierung absegnen. Also wie läuft jetzt das konkret im Stadtrat? Also eine Abteilung kommt mit einem Leitbild. Wird das dann einfach abgesegnet, dass, weil alle nicht wollen, dass die eigenen Leitbilder abgeschossen werden, oder wird das auch diskutiert und allenfalls verändert? Nein, das ist ganz klar, wird das diskutiert. Aber wir haben das Rüsselsystem bei uns in der Stadt und die Biodiversität ist bei mir zugewiesen und ich bin verantwortlich, wenn etwas soll gehen in dieser Richtung, dann läuft das bei mir. Natürlich kann ich Inputs bekommen von meinen Kollegen oder Ständen. Aber ich bin schlussendlich der, der den Antrag stellt in den Stadtrat, ob etwas passiert oder nicht. Und
Ja, und beim Stadtrat wird das natürlich diskutiert. Im Idealfall gibt es da mehrere Lesungen von so einem Geschäft, wo man das dann behandelt. Und dann bei der zweiten Lesung wird es verbessert und so weiter, bis es dann schlussendlich dann wirklich genagelt ist. Dann so. Und noch idealer Fall ist, jetzt in Corona ein bisschen schwieriger gewesen, wenn man so bilateral mit den Spenden auch mal noch ein bisschen austauschen kann. Das ist sehr wertvoll. Also in den letzten zwei Jahren haben wir ja vieles über Bundespolitik gelernt, beispielsweise, dass es Mitbericht gibt. Wie ist das auf der Ebene von der Stadtverwaltung? Gibt es da auch Mitbericht von anderen Ressorts, die involviert sind? Das muss man noch ein bisschen erklären, Mitbericht. Das ist da nicht. Also, sorry. Beim Bund. Wäre es gerade das Geschäft im Sozialbereich, wo wir jetzt von der Präsidialabteilung einen Mitbericht verfasst haben. Das ist möglich, das ist wie die Bundesverwaltung auch. Also jeder, der sich bemüßigt fühlt, das ist kein Gegenantrag, sondern dass man vielleicht, dass man sagt, beachtet das auch noch, die Sichtweise. Und das ist eigentlich grundsätzlich bei jedem Geschäft möglich. Ja, dann sind wir jetzt gerade wird nicht so häufig wahrgenommen, aber wir haben jetzt eine gemacht, das ist, muss ich sagen, es ist nicht so häufig. Aber wenn einem das Thema wirklich wichtig ist und man findet sich nicht in dem Antrag und man will nicht einfach Nein sagen, sagt man, ich hätte da noch fünf Ideen und dann doch das nochmal über die Kommission laufen lassen und nochmal, oder mir erklären, warum das nicht so geht. Also es kann mehrere Runden geben, es kann Mitbericht geben, das heisst, man schafft auch gemeinsam an einer Vorlage im Stadtrat. Also eben, was der Markus gesagt hat, stimmt. Im Prinzip kommt so ein Geschäft, wir haben das A- und D-Geschäft, wir haben das, also das Geschäft, wenn was neu kommt, wo ja die Leute nur gelesen haben, irgendwann zwischen Donnerstag und Montag, um am Dienstag in den Stadtrat zu kommen, sind vielleicht nicht alle Fragen geklärt, obwohl es häufig Unterlagen viel dazu gibt, aber man muss ja immer auch zeitökonomisch die Sache behandeln. Das heißt, dann kommt es als sogenanntes Beratungsgeschäft, A-Geschäft, und wenn er jetzt sagt, das ist eine erste Lesung, dann wird einfach mal aufgenommen, wie tönt das im Stadtrat, was gibt es jetzt schon konkret für Änderungswünsche oder Vorstellungen oder was fehlt noch und so weiter, und dann wird das nochmal überarbeitet, ganz normaler Prozess. Da gibt es eine zweite Lesung, und wenn man dann sagt, ja, das ist alles so weit gut, wir sind so einverstanden, dann kann man es verabschieden. Vielleicht gibt es noch eine dritte Lesung. Also wenn man sich noch nicht einig ist und das Gefühl hat, ja, nein, aber fühle ich mich noch nicht richtig verstanden, tu mir eigentlich nicht in der Stadtratssitzung irgendwelche Geschäfte nachher irgendwie umschreiben, durchstreichen oder so. Das kann es mal geben, wenn man einfache Geschichte, dass man sagt, im Dispositiv tut man das neu fassen und das ist dann auch für jeden zwei Zeilen klar verständlich. Aber im Bericht rumschreiben, wo dann heisst, er referenziert sich vielleicht auf Seite 13, Seite 25 und dann stimmt am Schluss das nicht mehr und das machen wir nicht. Also ein Bericht wird dann verabschiedet, wenn er von der Mehrheit gut geheißen wird. Ja, Markus Gasser. Mit dem Leitbild, Biodiversitätsleitbild. Ich als Stadtrat habe gewusst, dass das kommt. Und das, was ich vorhin so ein bisschen angetönt habe, die bilateralen Gespräche oder die bilateralen Thematiken, habe ich so gelöst, dass ich den gesamten Stadtrat gebeten habe, mal vor der Stadtratssitzung ein Stündchen das neueste Naturschutzgebiet, das wir in Affoltern haben, anzuschauen. Unser Naturschutzbeauftragte hat dann das ganze Stadtrat durchgeführt und hat das auf eine ganz gute Art erklären, warum es wichtig ist, dass wir eben so Flächen haben. Und das ist so ein bisschen die Vorarbeit von so einem Geschäft vielleicht. Und nachher haben wir das Leitbild erarbeitet in der Kommission. Und dann geht es, also bevor es dann in die Stadtrat geht, muss man eben, wenn es andere Ressort betrifft, muss man das den Ressort zur Verfügung stellen, dass sie können, sich vernähen lassen zu diesem Thema. Also zum Beispiel ist die Immobilienabteilung gegangen, weil es hat dort auch geheißen in dem Leitbild, dass man versucht, die Neophyten auf den Dächern oben zu stoppen und auszurotten. Und das ist wichtig, dass nicht mehr von Bau- und Infrastruktur das Gefühl haben, wir haben jetzt das richtig formuliert, sondern dass die, was eben auch betrifft, was wir ausführen, dass die dann das auch dazu Stellung nehmen können. Und das ist jetzt so am Laufen. Ja, so läuft das jemand ab und nachher kommt der erste Stadtrat. Das ist so der Mitbericht. Ich weiß nicht, ob das da so genau ist. Ja, das ist genau, das habe ich. Gut, dann. Finanzen sind wahrscheinlich jedes Mal
mit betroffen oder gibt es Geschäfte, die Finanzen nicht betreffen? Finanzen. nein, eigentlich sind Finanzen tatsächlich eigentlich immer mit betroffen, ja. Mehr oder weniger. Und gibt es dann auch von den Finanzen her regelmäßige Mitberichte? Ja, das ist dann tatsächlich im Austausch, oder? Wenn die Geschäfte besprochen werden im Gremium, dann ist das natürlich auch meine Rolle, die ich dann vertreten darf. Dass man dann das auch kritisch hinterfragt von Seiten Finanzen und diesen Aspekt natürlich auch berücksichtigt. Oder es gibt ja immer. Also der eine Aspekt ist ja immer die Finanzen, aber man hat ja auch immer Opportunitätskosten, oder? Also auch Attraktivität kostet im Endeffekt. Die Frage ist einfach, stimmt Kosten-Nutzen, stimmt das Verhältnis, oder? Und die Stadt Affolter ist ja auch kleiner als der Bund. Also von dem her kann man ineinander geschwind miteinander einen Kaffee trinken, nehme ich jetzt absolut an. Wo wir beim Thema wären, wo fast alle erwähnt haben, Kommunikation mit der Bevölkerung, also einerseits Kommunikation natürlich untereinander, andererseits Kommunikation mit der Bevölkerung. Wie läuft das? Was gibt es da für Instrumente? Wer will sich dazu äußern? Also natürlich sind wir im Austausch mit der Bevölkerung. Also gerade jetzt beim Projekt Seewadl hat man das gesehen und bei anderen, wo wir mehrfach Informationsarbeit gemacht haben. Wir haben eine Immobilienstrategie vorgestellt, jetzt mal die neueste kommt es dann bis 2035. Dann gibt es natürlich regelmäßige Ratsberichte und ja, wir schaffen auch an Visionen 2050 nicht, weil wir krank sind, sondern weil wir der Meinung sind, man müsste einen mittelfristigen Plan haben und da gehört dann Biodiversität und alles Mögliche drin. Und das hätte man vor 2 Jahren eigentlich mit der Bevölkerung diskutieren wollen. Unsere Idee. Und das ist aber uns in der Mitte dazwischen gekommen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, soll man das jetzt noch im März machen oder macht man es dann gescheiter in der neuen Legislatur, dann vielleicht mit neuen Köpfen noch, wo dann auch noch ihr Fachwissen einbringen. Und die Wille davon findet es dann statt. Ja, das hätte man schon gerne mit der Bevölkerung gemacht. Jetzt Ding ist jetzt noch offen, das Gefäß ist jetzt noch offen, gibt es irgendwie einen Kaffee oder gibt es 3 Workshops oder 2 Workshops und was ist denn zumutbar, 2 Stunden, 4 Stunden, das müssen wir jetzt noch definieren. Aber die Idee ist da, das ist eigentlich mehr oder weniger fertig. Klar, jetzt gibt es neue Köpfe dazu, dann ist vielleicht nicht fertig, dann wollen wir mal eine Runde machen, das wären wir auch bereit. Ich bin überzeugt, dass wir das im Herbst, also wenn jetzt im Juli die Legislatur anfängt, dass wir da bis im September, Oktober sicher in den Prozess eintreten und dann auch die Meinung und die Ideen von den Leuten abholen. Aber ich bin auch der Meinung, der Stadtrat kann nicht einfach kommen und sagen, was haltet ihr von Visionen 2050, ohne überhaupt sich mal darüber Gedanken zu machen. Also macht es doch Sinn, dass man mal was ausarbeitet und das dann vorstellt und kritisch in der Frage lässt und Ergänzungen entgegennimmt. Und so gibt es dann das Miteinander. Und zur Kommunikation darf ich vielleicht auch noch was sagen. Das ist natürlich immer ein Thema. Wir haben im Stadtrat vor 2 Wochen haben wir beschlossen, dass wir möchten die Kommunikationsressourcen, aber auch personell stärken. Das kann nicht alles beim Dortmann hängen. Und das ist aber bis jetzt so, dass der Stadtschreiber das macht. Wir möchten die Kommunikationsressourcen stärken und auch die Projektkoordination stärken. Da laufen sehr viele Sachen parallel, wo man sagt, ja, aber das gibt's auch Überschneidungen, die müssen wir auch besser unter den Hut bringen. Da wird auch noch eine personelle Stärkung kommen und dann müssen wir in der Digitalisierung besser werden. Ich weiß, der Hermann hat seinerzeit einmal gesagt, das sogenannte Steuerkonto ist plötzlich nicht mehr gegangen. Das liegt tatsächlich an einem Wechsel vom System, was natürlich unschön war. Muss man so klar sagen. Wir haben jetzt Pech gehabt mit unserem Anbieter, wir müssen jetzt nochmal wechseln und das tut auch weh, aber dann soll das auch wieder funktionieren. Also, wir sind dran. Ich komme gerade zu Sie schauen mich viel sagen da. Ich gebe Ihnen zuerst das Wort, nachher Felix. Also ich bin ja nicht in der gleichen Lage wie der Clemens, der quasi aus dem Ratsbetrieb kann reden kann. Aber ich komme natürlich als jemand, der in dieser Stadt aktiv ist und mit den Leuten im Gespräch ist, schon auch Rückmeldungen über. Und ich habe ja mir auf den Wahlkampf geschrieben, es ist immer Bürgersprechstunde. Ich finde einfach, es muss unkompliziert sein, dass der Bürger mit der Politik ins Gespräch kommen kann.
Selbstverständlich an Workshops, selbstverständlich an Veranstaltungen, aber einfach auch sonst, wenn er ins Stadthaus kommt, dann muss er können Ansprechpersonen finden, können einen Termin abmachen. Und das finde ich mega wichtig. Und ich habe einfach schon Rückmeldungen von Leuten, die auch an der Bürgersprechstunde gewesen sind, die dann so mit dem Gefühl von, ja, jetzt haben wir uns einfach wieder angehört, was der Stadtrat will, aber wirklich angehört haben wir uns nicht gefühlt. Und das möchte ich können ändern in Zukunft. Felix Führer. Ja, ich habe gerade drei Worte gehört, weil ich gerne etwas dazu sagen möchte. Spannung. Du hast gefragt nach dem Spannungsfeld. Ich finde, das ist mal das Erste, wo wir schauen müssen, dass wir entspannter miteinander umgehen. Also, dass es gar nicht so ein Spannungsfeld gibt. Kleines Beispiel. Einführung von der Einheitsgemeinde, Arbeitsgruppe bis zu der Einheitsgemeinde hin. Ich bin der Meinung, das muss weiterlaufen in einer Betreuung. Und meiner Meinung nach ist das nicht passiert. Also, Arrangement, wir haben es jetzt umgesetzt, aber gut betreut im Nachhinein habe ich nicht entdeckt. Also entspannen wäre da besser. Das Zweite ist das Gärtli-Denken. Und ich jetzt niemandem unterstelle, aber du hast es ganz schön gesagt, Markus, die Schule einbeziehen. Also dann bitte Profi fragen, die nämlich die Ressourcen haben und dort drin arbeiten. Ich denke da an die Schulpflegepräsidentin oder allenfalls einen Schulleiter, der dabei ist, der jeden Tag genau mit diesen Problemen konfrontiert ist. Also das heisst eben, über das Ressort ausschauen und versuchen, so gute Infoveranstaltungen, wie du gesagt hast, mit denen machen, die Ressourcen mitbringen. Also könnten eigentlich aus dem Leben und aus dem Know-how mitbringen. Und das Dritte ist, danke Clemens, jawohl, Infoveranstaltungen. Ich wohne in einem Gebiet, wo wir grössere bauliche Veränderungen vorhaben in den nächsten 10 Jahren. Und haben dann noch nie geschrieben einen Brief oder einen Brief kommt, was heisst, leider haben wir die Infoveranstaltung nicht können abhalten aus den bekannten Gründen. Und das ist jetzt so, wir werden es online machen und gleichzeitig so einen Berg Unterlagen überkommt. Dann bin ich sehr enttäuscht von der Stadt, dass man so mit denen umgeht, die direkt betroffen sind. Also ich freue mich, dass du das so sagst, dass man wirklich die Infoveranstaltung vorausmacht und weiss, was auf uns zukommt. Betrifft aber jetzt nicht den Clemens, sondern es betrifft Bauten, Strassen etc. Das wären schon so die drei Punkte, wo ich denke, ja, könnte man noch arbeiten dran. Elian Studer, ich habe notiert, Ideen aufnehmen im Sinn von einer Art Speed-Dating. Wie könnte das genau laufen? Ja, also ganz konkret ausgeschafft ist es überhaupt noch nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass wir von außen oder in einem Saal innen, alle Stadträte, Stadträtinnen, an einem Tisch sitzen, die Bevölkerung kann kommen, es gibt vielleicht ein vorgeschriebenes Thema oder Themen, die auf dem Tisch sind. Dann hat man 10 Minuten Zeit, mit jedem Stadtrat reihum über das gleiche Thema zu diskutieren. Ich glaube, das ist extrem bereichernd für uns, aber wahrscheinlich auch für Sie, weil Sie vielleicht von uns wieder Ideen hören oder Begründungen hören, warum man etwas so macht. Und wir können gleichzeitig rausgespüren, wo ist der Puls? Was beschäftigt die Leute von Foltern? Jetzt würde ich mal ins Publikum fragen, was erwartet Sie kommunikativ vom Stadtrat? Was haben Sie Ideen oder was sind Ihre Erwartungen? Ja, bitte. Wir haben das Mikrofon. Das Mikrofon ist in der Mitte. Mein Name ist Alex Marti. Vielleicht etwas ganz Banales. Bist du eingestellt? Okay, wo haben wir das? Das ist gut. Mein Name ist Alex Marti. Vielleicht etwas ganz Banales. Wenn ich ein E-Mail an einen Stadtrat schreibe und es passiert nichts. Das ist so ein kleiner Hinweis, wie man den Wort Daten folgen könnte. Danke für die Anleitung hier. Wie man in den Worten Daten folgen könnte. Also, wenn euch jemand ein E-Mail schreibt, persönlich, höflich, dann gebt doch eine Antwort. Das wird, dass ich ein glaubwürdiger mache. Umgang mit E-Mail. Wie sieht das aus der Sicht von der Mitglieder vom Stadtrat aus? Ja, Marc? Also, meines Wissens nach, kann es nur von mir sagen. Also ich bin bestrebt, jedes E-Mail zu beantworten, im Sinn von, wenn es nur ist, ich das weiterleite an die entsprechende Stelle von meiner Verwaltung, weil die allermeisten Fragen kann ich gar nicht beantworten, weil ich zu wenig weiss. Und darum in der Regel tue ich dann das weiterleiten, also antworten und gleichzeitig weiterleiten an meine Verwaltung und dann die entsprechenden Antworten dann kann geben. Und ich habe bis jetzt noch nicht viel Schlechtes gehört. Ja, von meiner Seite her. Ja.
Also die E-Mails, die in der Präsidialabteilung kommen, die gehen zum Stadtschreiber. Wenn es persönliche Mails sind oder persönliche Briefe, dann gebe ich persönliche Antwort. Aber häufig sind das 5000 Mal Masken kaufen und die beantworte ich jetzt auch nicht mehr. Auch wenn der schreibt, lieber Herr Grötsch, weil der kennt mich nicht. Der hockt irgendwo auf der Welt. Aber sonst, ich habe noch nie was gehört, dass E-Mails nicht beantwortet wurden. Da müsste ich jetzt jeder selber an den Nase nehmen und fragen, wie er damit umgeht. Systematisch ist das nicht. Claudia Spöll? Bei mir kommen dann häufig E-Mails rein, nicht nur aus dem Schulbereich, sondern auch von Eltern. Und für mich ist das selbstverständlich. Also spätestens innerhalb von 24 Stunden gibt man auf jeden Fall Antwort. Und wenn man etwas weiterleiten muss, weil man keine Antwort weiss, dann tut man aber den Absender informieren, man tut es weiterleiten. Also so oder so kommt eine Antwort. Das ist Anstand. Sie haben ja vielleicht nachher noch schon Gelegenheit, nach der Veranstaltung das betreffende Mitglied vom Stadtrat persönlich zu fragen, bitte auf das E-Mail. Weitere Anliegen, Vorschläge, Wünsche? Ja, bitte. Sie können das Mikrofon. Also es betrifft eigentlich wieder die E-Mails. Also ich habe ein Mess, ein paar Mal ein Mess geschrieben in der Corona-Zeit an den gesamten Stadtrat plus Stadtpräsident Parmas. Schlussendlich habe ich es unserem Kantonsrat geschrieben und der hat mir eine Antwort gegeben innerhalb von 12 Stunden. Ich habe keine einzige Antwort von keinem einzigen Stadtrat bekommen. Dann stellt Sie doch jetzt die Frage, dann können Sie diskutieren. Ich bin schon längst veraltet, weil das war Corona, das waren dringende Sachen. Schalter war geschlossen, E-Mails offensichtlich auch. Das war sicher eine schwierige Zeit für alle. Aber genau dann brauchen wir auch den Stadtrat. Also würde mich an allen. Also ich habe zuerst mal die entsprechende Person geschrieben und dann gewartet, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, und dann gewartet, Tag 2. Und zweiten und dritten Schluss habe ich es wirklich allen geschickt. Und ja, es ist kein Vorwurf, es ist wirklich manchmal schwierig, aber es wäre nicht wirklich. Wenigstens, ja, wir haben sie bekommen. Mit zu begrüßen oder einfach zu kämpfen? Ich kann eigentlich dazu nichts sagen. Also, es ist ja Mails von alle Stadträten gehen, dann ist die Chance schon groß, dass keiner zuständig ist. Oder sich keiner zuständig fühlt. Darum würde ich bevorzugen, dass ich es an eine Person schicke und die dann auch festnageln. Weil da könnte man jetzt auch genau schauen, was ist denn das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas gab, aber kann ja sein. Dann verlieren wir jetzt mal den Bereich Kommunikation und kommuniziert. Sie können Fragen stellen, zu welchem Thema immer Sie wollen, bitte. So, probiere ich es mal richtig. Ich habe noch zwei Themen, die das ganze Land betrifft, aber uns hier auch. Das zweite Thema, das jetzt kommt, ist Pensionierung. Also wenn wir jetzt über die nächsten 4 Jahre denken, kommt, fährt die Pensionierungswelle so richtig an verlaufen. Gehört noch nicht dazu, kommen wir nachher in den nächsten Legi. Aber uns werden Fachkräfte fehlen. Weiss die Gemeinde schon, wie sie in Zukunft wird dafür sorgen, dass sie Fachkräfte kann akquirieren kann, um die Abgänge, sei es im Spital, in der Schule, in der Verwaltung überhaupt zu ersetzen. Wir arbeiten beim Bund, wir verlieren 30% der Mitarbeiter in IT. Wir schon jetzt Krämpfe. Und das Zweite ist, das geht nicht Hand in Hand. Wenn wir Mitarbeiter haben, müssen wir automatisieren, jetzt geht Daten integriert, wegen der IT und Automatisierung geht mit der IT. Und der zweite rosa Elefant im Raum ist die IT-Sicherheit. Also wie wird sichergestellt in Zukunft, dass wir noch mehr automatisieren, noch mehr in die IT pflegen? Das ist schon im Spital, in der Verwaltung, dass die Sicherheit da ist, sei es Ausfall, sei es gegen Diebstahl von den Daten. Kümmert ihr euch darum? Ist das ein Programm? Weil die beiden Themen haben komplett gefehlt und die kommen. Zuerst Fachkräftemangel. Ich komme nachher auf die IT-Sicherheit zurück, aber zuerst Fachkräftemangel. Also, ich weiß nicht, wie viele Fachkräfte in Affold dann nachher fehlen, Entschuldigung. Aber eins ist klar, wenn man den Bildungsstandort auf Affoltern
können stärken, dann haben wir Chancen, dass auch Firmen daher zyklen, die dann auch entsprechende Fachkräfte ausbilden. Also die müssen zuerst ausgebildet werden, aber dann auch bleiben. Vielleicht weiss der Markus dort mehr. Aber das Zweite ist Cybersecurity, also Datensicherheit. Da sind wir jetzt gerade dran an einem Projekt mit zwei. Also das wird relativ schnell. Ende März wird da schon Ergebnis vorliegen. Es geht jetzt nur mal darum feststellen, gibt es Probleme und wo sind Probleme? Wir wissen, ein Problem ist der Mensch. Der Mensch ist immer das Hauptproblem. Aber es gibt noch andere Geschichten, dass jemand Hacker und so, das hat schon gemeint im Welschland gegeben, wo gehackt worden ist. Wir haben das Thema auf der Tagenda bei der Frühlingstagung bei den Gemeindepräsidenten. Aber wir tun auch in Affoltern selber das Projekt, haben wir jetzt losiert. Also müssen dann, die machen uns jetzt Vorschläge, wo liegen da die, wenn es gröbere Hunde gibt, wo liegen die gröbere Hunde und wie kann man die dann entsprechend schließen oder beheben. Also ich selber bin sehr stark an dem Thema interessiert, weil, wie der Redner gesagt hat, man kriegt so Themen auch von der Kantonspolizei hingespielt, auch international. Die nächste Pandemie ist eine Cyberpandemie, ja, und nicht mehr biologische. Und da müssen wir uns wirklich darauf einrichten und das ist ein heißes Thema. Also zuerst Fachkräftemangel, ja. Also ein Ansatz, um Fachkräftemangel entgegenwirken, ist, dass man schon den Leuten schaut, die man jetzt hat. Also da sehe ich jetzt schon das Potenzial, gerade in Affoltern. Es spricht sich extrem schnell um, ob das ein Arbeitgeber ist, wo es einem gut geht, wo man wertgeschätzt wird, oder ob man einfach nur eine Arbeitskraft ist, die austauschbar ist. Und in der öffentlichen Hand ist jeder, den man verliert, ist ein enormer finanzieller Faktor. Das ist ganz anders als in der Privatwirtschaft. Und darum ist es ganz wichtig, dass man diesen Menschen wirklich gut schaut und eben die richtigen Leute am richtigen Ort hat. Und natürlich werden wir weiter müssen darum kämpfen, dass wir auch in Zukunft die richtigen Fachleute haben. Das ist jetzt schon das Problem, das ist so. Hermann Brütsch. Danke. Ich habe nur etwas zu sagen zum Thema IT-Sicherheit. Das Thema Sicherheit generell ist einer meiner grossen Punkte. Das fängt an bei Strommangellagen und geht eben bis zur IT-Sicherheit. Ich habe über 30 Jahre in der Informatik gearbeitet, das letzte über 20 Jahre bei der Swiss Re, also ehemalige Schweiz, zurück im Management als Bereichs- und Projektleiter und weiss ziemlich genau, wo in der Informatik Problempunkte liegen. Das wäre vielleicht noch etwas, was gut ist, wenn Sie es wissen. Wer wird es auf der Seite wissen? Ja, wir haben ziemlich viel von der Schule geredet. Ich bin auch gerade in der Schule tätig und darum stehe ich ein für ein gutes Schulwesen. Wenn wir es schaffen, zum Beispiel auch die Mittelschule auf Affoltern zu holen, wo ja jetzt das Projekt läuft in die Richtung, dann schaffen wir auch, dass Menschen da bleiben und nicht, wie jetzt meine zwei Söhne, nach der Mittelschule in Zürich bleiben und dort in ihr Umfeld suchen, sondern vielleicht sagen, mal, ich habe alles da, also die Schule auch, und bleiben dann auch mit der ganzen Familie da hängen. Und das sind nachher auch die Menschen, wo wir nachher auch brauchen können, respektive auch gern da bleiben und somit auch dann eben sesshaft werden. Darum einmal mehr, immer wenn wir Schule gehört, gleich Finanzen. Für mich ist das eine Standortförderung. Für mich gehört das eigentlich zu vorderstehen, weil dann haben wir auch wirklich die gute Basis für unsere Gesellschaft, die nachher da kann bleiben, wohnen, Schule haben und nachher eben auch das Gewerbe und alles Weitere kann miteinander wachsen. Ja, ich habe auch meine Erfahrungen gemacht mit dem Fachkräftemangel. Sie müssen sich vorstellen, die Situation, also ich habe in meiner Abteilung eine Person gesucht mit einem gewissen Anforderungsprofil, ja, also relativ höchst. Und ich habe über ein Jahr lang gesucht. Am Schluss haben wir es aufgeben. Der Einzige, der wirklich ganz gut gewesen wäre, der hat mir am Schluss gesagt, ihr zahlt zu wenig. Und wir sind in Affoltern, wir sind nicht im Kanton. Der Kanton oder der Bund oder die Stadt Zürich zahlen einfach ganz andere Löhne. Und ich denke, das, was Evelyn gesagt hat, ist wirklich wichtig. Die Leute, die wir haben und die gut sind, denen müssen wir einfach Sorge geben. Oder? Und eine Stimmung haben in der Verwaltung, die angenehm ist, wo man sich wohlfühlt halt auch. Und das andere, ich komme halt nochmal mit dem Ausserraum.
wenn man sich wohlfühlt in einem Ort, dann ist man auch gerne da und bleibt auch gerne da. Ja, Claudia Ledermann. Vielleicht auch noch zum Fachkräftemangel. Es ist natürlich grundsätzlich ein Thema. Es ist ja nicht nur das Thema von der Stadt Affoltern. Bis 2060 sagen die Hochrechnungen, dass wir in Europa rund 40 Millionen weniger Arbeitskräfte werden haben, weil jetzt kommt zuerst mal die Überalterung, aber nachher geht die Bevölkerungszahl grundsätzlich zurück. Das schaffen wir schlussendlich nur, indem wir uns attraktiver auch positionieren, als Arbeitgeber. Und das trifft selbstverständlich auch auf die Stadt zu, dass wir uns überlegen müssen, wie wir uns positionieren, was ist unser USP, also wie können wir uns von anderen absetzen, und dann wird es uns auch weiterhin gelingen, wenn wir attraktiv sind, die Fachkräfte können gewinnen, um auch die Infrastruktur, die wir hier haben, weiter können betreiben. Und was ist die USP von Affoltern? Ich finde Affoltern attraktiv, weil, also jetzt aus der Verwaltungssicht heraus, wir haben eine gewisse Grösse. Es macht es sehr abwechslungsreich und spannend von der Tätigkeit her. Und gleichzeitig bringen wir es noch familiär her. Es ist nicht zu gross. Und ich denke, dort können wir uns sicher gut positionieren. Und das dürfen wir, also sehe ich jetzt, ohne jetzt abgesprochen zu haben, durchaus ein USP, wo wir uns positionieren können. Markus Meier. Ja, bei uns, bei der Polizei, haben wir immer wieder eine Fluktuation, und in letzter Zeit haben wir mal gefragt, wieso das eigentlich ist. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, wir zahlen gute Löhne, aber der Polizeikommandant hat dann gesagt, die Polizeikräfte würden von ihren ehemaligen gar abgeworben, weil die viel grösseres Preisschild haben wie wir. Und dann gehen sie natürlich, weil dort wird nicht viele Sachen versprochen, die es nicht mehr müsste, zweimal oder dreimal im Monat Wochenenddienst leisten, vielleicht nur noch einmal, kommen einen besseren Lohn über und können sich die Abteilung auswählen, die es nachher arbeiten möchte. Und darum haben wir immer wieder Fluktuation, wo wir immer wieder Fachkräfte, Polizisten suchen, wo dann einfach nachher eine Lücke hinterlassen, wenn es geht. Und wir haben eine Lücke, bis wir wieder jemanden darstellen können. Weil die können ja nicht innerhalb von zwei oder drei Wochen bei uns anfangen, sondern erst wieder drei, vier Monate. Das ist auch das Problem, das wir haben. Jetzt an dem Thema IT-Sicherheit, ist das beim Ressort Polizei oder wo ist die IT-Sicherheit angegliedert? Nein, das ist, soviel ich weiß, beim Präsidial, also respektive beim Herrn Trottmann, Stadtschreiber, angesiedelt. Und dann in dem Fall Frage an den Stadtpräsident, also nochmal vertiefen. Was ist die grösste Bedrohung im IT-Bereich? Ja gut, dass persönliche Daten geklaut werden. Das ist klar. Steuerdaten, persönliche Daten, das betrifft die Gesamtverwaltung. Also das nehme ich kein Thema aus. Es betrifft auch Sicherheit, Polizei, es betrifft aber auch die Feuerwehr. Also alle Daten, die uns anvertraut, müssen sicher sein. Was würde die Stadt Affoltern bei einer Erpressung machen, wenn irgendein Erpresser alle Daten von der Stadt Sie wissen, oder du weißt, wie das geht. Da zahlst du eine siebenstellige Summe und dann sind sie wieder frei. So läuft das. Mhm. Ja, aber das Geld haben wir auch nicht. Ja, aber und die Frage ist, ob das auch richtig ist. Das ist eine andere Frage. Ja. Aber eben, was machen Sie, wenn Sie Ihre Daten blockiert haben und nicht mehr drankommen? Da sind wir recht mit kurzer Hose. Dann haben wir das Problem. Da sind wir recht mit kurzer Hose da, und darum müssen wir vorher agieren. Weil nochmal, es ist in der Schweiz schon passiert. Bei einer Verwaltung. Und ich bin ja noch bei der HEA Verwaltungsratspräsident, und dort haben wir auch Daten. Und dort habe ich auch gesagt, wir müssen schauen. Da haben wir gesagt, ja, es ist nur ein kleinerer Kreis, aber wenn einer in ein Steuerungssystem kommt und die Heizung abstellt, dann 152 Häuser kalt. Das darf einfach nicht passieren, und darum müssen wir dem Thema denkvermehrt Aufmerksamkeit schenken.
Insbesondere nach den Hinweisen, die wir jetzt auch international über die Kapo erfahren, was da läuft. Da sind wir eine weise Knabe da. Habe ich Sie richtig interpretiert, dass Sie auch etwas haben? Ja, ich bin einfach ein bisschen erstaunt, dass man erst jetzt sich über das Gedanken macht. Weil also das weiss man ja nicht erst seit gestern. Also ich finde es dringlich, dass man sich um die Frage Gedanken macht. Unbedingt. Datensicherheit im operativen Bereich sind wir sehr, denke ich, sind wir sehr gut unterwegs. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber sagen Sie mal, mehrfache Datensicherung. Mehrfache. Und auch ausgelagert. Aber das ist alles gut, solange keiner ins System kommt. Ja. Aber das Thema ist jetzt wirklich erst, ja, es ist jetzt vielleicht ein Jahr, anderthalb, wo es so aufpoppt und jetzt verstärkt ist. Also man kann nicht alles gleichzeitig lösen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Thema, dann wird es umziehen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Kandidatinnen und Kandidaten, Sie wissen, ich befasse mich seit über 30 Jahren mit Sozial- und Gesundheitspolitik und das steht ja im Zentrum meiner Gemeinde. Und ich stelle fest, vor kurzem habe ich festgestellt, wenn Sie einen Flatplatz suchen für eine ältere Person, dann ist das günstigste Angebot in der Senevita. Das mittlere in Sonnenberg, regional organisiert. Und das teuerste ist in der Gemeinde Affoltern. Und das erstaunt mich doch einigermaßen, nachdem die regionale Zusammenarbeit im ehemaligen Stadtrat eigentlich abgelehnt haben, eigene Wege gesucht haben mit Spitex. Sie haben als Behörde das Spital abgelehnt, das Weiterführen vom Spital. Jetzt möchte ich Sie fragen, wie wollen Sie den Missstand, den Sie da produziert haben, aus meiner Sicht, wie wollen Sie den Missstand gelegentlich korrigieren? Wer will sich da äußern? Leon Studer. Also ich habe noch ein bisschen an dem Wort Missstand noch. Ja, wir sind mit der Spitex eigene Wege gegangen. Das hat ganz viel Aufruhr gegeben, das verstehe ich auch. Das hat Verunsicherung gegeben. Ich glaube aber, dass wir zusammen mit der Spitex Knonauer-Amt sehr eine gute Zusammenarbeit gefunden haben, um den Ausstieg zu machen. Der ist behutsam gegangen und unterdessen ist es so, dass wir in der Spitex deutlich weniger zahlen als bis anhin im Knonauer Amt. Und ich glaube, dass wir mit einer eigenen Spitex genau dem Missstand vielleicht auch ein bisschen entgegenbieten können, weil wir nämlich so können Pflege ambulant und stationär aus einer Hand anbieten. Und dass die Pflegeplätze bei der Senevita weniger kosten als im Seewadel, das ist dem geschuldet, dass in der Senevita beispielsweise noch versteckte Taxen drin sind, die bei uns offen drin sind. Im Sonnenberg gibt es vielleicht Zimmer, wo kein Bad und keine eigene Dusche haben. Bei uns im Provisorium hat jedes Zimmer eine eigene Dusche, es hat jedes Zimmer ein eigenes Bad. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr modernen Weg und werden im Neubau Seewadel das Standard können heben. Und ich glaube, das ist auch der Preis gerechtfertigt. Ich will nicht müssen mit 80, mit 2, 3 oder 4 anderen Leuten das Bad müssen teilen. Wird sich ja viel fühlen? Ja, danke Toni, gerade auch für den Steilpass. Ich werde genau das machen, dass so ein Votum von dir dann auch aufgenommen wird. Weil wenn ich dann darf, allenfalls, das Rösser übernehmen, dann habe ich eine grosse Aufgabe vor mir, das ist mir voll bewusst. Weil immer sonst habe ich den Wahlkampf zusammen mit Leon Studer gemacht, weil die kompetente Aussage, die sie jetzt gerade gemacht haben, hilft nämlich genau, an einem neuen Stadtratsmitglied sich zurechtzufinden und überhaupt zu wissen, was genau läuft. Weil das schafft man nicht innerhalb von 3 Monaten, das braucht längere Zeit. Zudem brauche ich auch das Wissen von Martin Galluser, der weiss, was eigentlich gegangen ist in dieser Zeit. Auch wenn es vielleicht eine
Person war, wie ich sie dann würde, anstreben würde. Aber es ist wichtig, dass man eigentlich als Neue dazukommt und genau weiss, was es geht. Man kann nicht von dem langen Know-how wissen, wie jetzt gerade der Toni erzählt hat, sondern muss sich schlau machen. Weil heissen, es braucht mehr Zeit. Und das ist genau eigentlich wieder unser Problem. Haben wir die Zeit? Ich habe wirklich Spass daran, mich einzuschaffen. Ich habe aber auch die Zeit, ich habe einen Job nebendran, wo ich kann selber regulieren in den Prozent und so, mich auch in das Dossier kann einschaffen, weil das braucht es. Ohne das geht es nicht. Wäre jetzt anmassend, ich habe da keine Lösung, eine Patentlösung, auf das eine Antwort zu geben. Aber ich habe die Lösung, dass ich kann sagen, ich habe Zeit dazu, das herauszufinden, über das Gärtchen auszuschauen, zusammenzuschaffen und dann hoffentlich auch wieder ganz gut können, vorwärts zu schauen. Jetzt geht das Mikrofon wieder auf die andere Seite zum Clemens Grütsch. Ja, Toni, nur noch eine Antwort zu dem Preis. Also die Preise können nicht so weit auseinander liegen. Das ist gar nicht möglich. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man die Belegung anschaut, hat der Sonnenberg auch nur 75% Belegung, obwohl das Haus jetzt seit 40 Jahren dort oben steht. Wir sind in einem Provisorium, wo wir davon ausgegangen sind, dass es ein bisschen zurückgeht. Die Leute sagen jetzt, ja, also von Corona abgesehen, jetzt warten wir, bis der Neubau fertig ist und dann zügeln wir. Die gibt es, die sich zwar einschreiben lassen, aber nicht kommen. Und der Senevita, das weißt du auch, die machen Quersubventionierung nach wie vor mit ihren Wohnungen. Die Wohnungen sind relativ teuer, die Mietwohnungen, wo man dann sagt, ja, ihr seid ja dann angeschlossen, ihr könnt dann ins Fleck haben. Und die, also ich habe die Bilanz, kommen mir auch über, aber was da drin steht, die Firma ist inzwischen ein paar Mal verkauft worden. Und jeder hat was verdient dran. Also das ist nicht ganz redlich. Es mag sein, dass es der Preis pro Zimmer, pro Tag günstiger angeboten wird, aber die wäre ganz anders geschöpft. Du, lieber Dulz, eine Nachfrage? Ja, nicht unbedingt. Ich kann einfach den Eindruck schauen, die Preise an, die auf den Broschüren angegeben sind für die Pflege oder für den Pflegeplatz. Dass der Alleingang in der Mittag, meine Damen und Herren, das ist ein Fehlentscheid. Und der Entscheid, wenn man hat sich entfernt von der regionalen Zusammenarbeit, was ich sehr bedauere, aber ich finde es ein Fehlentscheid aus finanziellen Gründen, weil ich glaube nicht, dass man heute die aufwendige Spitex für 12.000 Einwohner günstiger machen kann als für 50.000 Einwohner, so wie es in der Region ist, wenn man sich 7x24 Stunden organisieren muss. Das ist eine Herausforderung, die wir heute von der Spitex erwarten. Okay, merci. Ich bin der Meinung, kann eine Gemeinde von 12.000 Einwohnern weniger gut erfüllen als eine Region mit 50.000. Das ist das gute Recht, das zu meinen. Also nochmal, du bist ja ein Fachmann. In der Pflege dürfen wir gar nicht mehr verlangen. Da gibt es das Pflegegesetz, wo das sowieso... Es geht nur um die Hotellerietaxe. Es geht nur um die Miete und die mag jetzt 5 Franken höher sein. Das Zweite, was du sagst für den Spitex, das mag zwar volkswirtschaftlich wichtig sein und richtig sein, was du sagst, aber in Tat und Wahrheit haben wir unsere Spitex in schwarze Zahlen geführt, dann bis Ende des Jahres wird das so sein. Und zwar, wie es Elian schon gesagt hat, weil wir ambulant und stationär können verbinden. Du kannst auch Leute, die heute in der Spitex sind und Nachtwache haben und bis um 2 Uhr raus, kann der heute raus. Wir haben zwar noch nicht eine 24-Stunden-Spitex und ich möchte mich nicht über Konkurrenten oder Mitbewerber auslassen, aber frage mal in andere Gemeinden, was die anderen 13 Gemeinden an strukturellem Defizit heute zahlen. Die Spitex nur noch Amt ist heute so weit, dass sie sich nicht mehr traut, Briefe zu überschicken und noch ein bisschen Geld, sondern sie möchten jetzt eine Bürgschaft dann von diesen Gemeinden, damit sie können auf die Bank gehen und selber Geld aufnehmen. Das ist Thema. Die sind tief in der roten Zahlen und ich habe vor Jahren gesagt, es ist nicht wegen der Pflege. Es sind einfach, es ist kein
ökonomische Führung da, die die Probleme erkennt und mal endlich die Regel schiebt. Herr Wartelutzi. Ja, Herr Wartelutzi, so schlimm kann es nicht sein mit diesen Preisen. Ich habe die letzten paar Jahre ein AHC-Ehepaar betreut als Beistand. Die sind beide in der Senioren-Mittag, sie in der Demenzabteilung und er sonst in der Pflege. Und wenn ich gesehen habe, auch dort auch Rechnungen angefallen, ist jeder Monat für die zwei, das ist astronomisch gewesen. Und da sind alle Beiträge sonst nur, schon bereits abgezogen gewesen, hat das Ehepaar immer noch 12.000 Stutz gezahlt jeden Monat. So wahnsinnig günstig könnte es nicht sein. In einem Prospekt kann man etwas schreiben, man könnte es mit einem Grundpreis vergleichen, aber wer nachher kommt, das zählt sich dann ziemlich massiv. Ja, Markus Gasser. Wir haben als Stadtrat in dem Bereich Gesundheit haben wir das Konzept erarbeitet für die Stadt. Und eine zentrale Aussage aus dem Konzept heraus ist, wir müssen als Stadt können steuern. Wir müssen können schauen, wo wir unsere Leute her. Also, wenn wir es in der Spitex schon pflegen können, unsere Leute in Affolter, dann wissen wir nachher auch, die können wir nachher in seine, ins Seewadel bringen. Weil der Seewadel muss eine gewisse Auslastung haben, dass er eben nicht rote Zahlen schreibt. Und das ist wichtig, dass wir versuchen, mit unserer finanziellen Lage, wenn wir es einfach mal haben in Affolter, dass wir möglichst versuchen, der ganz grosse Brocken vom ganzen Kuchen, vom finanziellen Kuchen, den wir haben in Affolter, dass wir den versuchen zu steuern. Und das ist halt ein Weg. Ich verstehe es, dass mir das schwierig ist zu verstehen, auszutreten aus einer Region und das Zeug selber fahren. Aber wir haben einfach müssen sagen, wir haben gerechnet und es hat sich jetzt auch bewiesen, dass das der richtige Weg ist. Ich habe es am Anfang auch nicht so ganz verstanden, aber ich musste sagen, mal, das müssen wir probieren, wir müssen können steuern. Das ist ganz wichtig, denke ich, in diesem Bereich. Wer stellt die nächste Frage? Ja, bitte. Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Marianne Zimmerli und ich bin Präsidentin von der Genossenschaft KIS Knonauer Amt Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschrift. Ich habe so das Thema mitgebracht, Unterstützung vom zivilgesellschaftlichen Engagement, also Partizipation auch von der Bevölkerung. Ja, Unterstützung vom zivilgesellschaftlichen Engagement zugunsten von der Bevölkerung in Affoltern und im ganzen Knonauer Amt. Ich habe dann auch eine Frage, die ich gerne an Herrn Führer würde richten und auch an Frau Fenner, aber ich tue sie noch ein bisschen ausführen. KIS Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschrift unterstützt alte Menschen, sodass sie lange so lange wie möglich können daheim wohnen bleiben. Also es schliesst ein bisschen an das Thema Gesundheit, Vorlauf zu der Spitex. Wir arbeiten sehr gut auch mit der Spitex, mit anderen Diensten zusammen, die uns auch empfehlen. Wir tun auch jüngere Leute unterstützen in Notsituationen, die sozial oder gesundheitliche Einschränkungen haben. Wir tun auch mit unserem Angebot ein Zeichen setzen gegen die Vereinsamung, die nicht erst seit Corona sich gesteigert hat. Und in dem, was wir für das Knonauer Amt tätig sind, möchten wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Säuleamt stärken. Wir haben 190 Mitglieder aus allen Gemeinden. 45 davon sind von der Stadt Affoltern. 7 Gemeinden tun uns unterstützen bisher. Eine 8. Gemeinde überlegt sich, hat sie in Aussicht gestellt. Wir brauchen Unterstützung für unsere Geschäftsstelle. Und sind auch mit der Stadt Affoltern in Kontakt,
wo ich es leider bisher noch nicht hätte können. Eine Zusage machen, aber wir arbeiten daran, Jahr für Jahr mit unserem Besuch. Und es ist wichtig, dass wir Unterstützung bekommen, weil wir ab dem 23. vom Lotteriefonds kein Geld mehr bekommen. Und das ist jetzt die Frage? Meine Frage ist an die beiden, Frau Fenner und an Herrn Führer, wie stellen Sie sich zur Unterstützung von einem zivilgesellschaftlichen Engagement, jetzt gerade speziell in diesem Fall. Viel, viel. Ja, schwierige Frage, wenn man nicht dahinter sieht, genau, was ist bis jetzt schon gegangen. Also, zuerst einmal grundsätzlich als 9-Jähriger, als ich in die Pfadi dazugekommen bin, dann und der Pfadi-Laufbahn durchlaufen hat und später auch ehrenamtlich in vielen, vielen Vereinen tätig war, ist ganz klar, mein Herz schlägt für diese Art Arbeit, für die Gesellschaft, für die Menschen, ob sie jetzt jünger sind oder älter. Also das ist ganz klar bei mir, das kommt sehr weit vorne. In einer Rolle, aber dann in einem Stadtrat, denke ich, müsste man grösser denken. Da geht es darum, was macht die Stadt sonst eigentlich schon, was bringt sie sonst schon für Leistungen an? Hat sie ein Konzept? Müssen wir etwas erarbeiten? Man könnte eigentlich nicht mit dem Gießkannenprinzip nach dem Herz gehen und finden, das ist gut, das ist gut, das ist gut, sondern wir müssen Zusammenhang sehen. Und das Sie kommen für mich dann mit zwei Fragen drauf. Sie haben vom Bezirk geredet. Wie beteiligen sich die anderen daran? Tun wir partizipieren daran? Also sind wir ein Teil davon? Oder gehen wir eigene Wege? Das haben wir jetzt heute Abend schon ein bisschen angetönt. Das kenne ich ein bisschen, ob man eigene Wege oder auch in der freiwilligen Arbeit geht. Weiss ich, da sind auch Konzepte unterwegs. Und ich denke, dann muss unter Umständen auch KISS eine Rolle drin spielen. Zusichern kann man da natürlich nicht, weil da liegen verschiedene Angebote auf dem Platz. Wer unterstützt man? Welche freiwillige Arbeit will die Stadt Affoltern auch unterstützen? Und ich kann nur so viel sagen, ich finde es persönlich eine gute Sache. Wie es eingebettet ist in der Stadt, auch da werde ich mich einlesen und schauen, wie ist es eingebettet. Vielleicht weiss da eine andere Stadträtin oder Stadtrat besser Bescheid. Herr Finger? Also bei mir rennen sie mit diesem Anliegen grundsätzlich offene Türen ein. Ich selber habe jetzt gerade in den letzten Monaten erlebt, wie wenig das es eigentlich brauchen würde, dass eben genau so die Zusammenarbeiten funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und das ist, manchmal ist es eine finanzielle Frage und manchmal ist es nur schon eine ganz praktische Unterstützungsfrage. Wir haben versucht, das Jahr den Affoltern, bedürftigen Menschen, den Kindern, die kein Weihnachtsgeschenk bekommen, wie die meisten Kinder in unserer Stadt, dass die ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Es ist ein unheimlich schwieriger Prozess und es ist aber inzwischen schon besser. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Nur vor ein paar wenigen Jahren hat die Abteilungsleiterin Soziales zu mir gesagt, das hat mit uns nichts zu tun, wir haben unsere eigenen Wege, wir arbeiten mit überhaupt niemandem zusammen außerhalb der Stadt, wir machen alles selber. Aber sie können Kindern nicht mehr Geld geben, weil das ist in der Kostenmaßnahme ist das nicht vorgesehen, dass man Weihnachtsgeschenke den Kindern kauft. Und da gibt es freiwillige Organisationen, Firmen, die sagen, wir gehen Geschenke posten für die Kinder. Und es ist unheimlich schwierig. Und ich bin drauf und dran gewesen, jetzt sage ich, ich habe voll okay, ich arbeite mit meinem Bezirk zusammen, das ist einfacher. Aber ich gebe noch nicht auf. Und ich bleibe dran, so lange, bis es wirklich möglich ist, dass man auch ganz unkompliziert mit zivilrechtlichen Organisationen, mit Vereinen, mit so Bewegungen wie gewiss, können zusammenarbeiten. Das wäre mir ein mega grosses Anliegen. Natürlich müssen wir schauen, was haben wir selber und was macht Sinn. Da gebe ich dem Felix völlig recht. Ich kann jetzt nicht sagen, das macht man mit jedem. Wir haben ganz viel Geld und wir können das allen verteilen. Und das geht überhaupt nicht. Für mich ist es nicht eine finanzielle Frage in erster Linie, sondern eine finanzielle Art, wie man miteinander zusammenarbeitet. Ja, das, er hat zwei Personen können reden, die eben jetzt noch nicht im Amt sind. Aber ich möchte nicht sagen, wir haben das KISS, wir sind nicht beitreten bis jetzt, dazu stehe ich. Wir sind jetzt aber mit allen anderen Bezirksgemeinden in der sogenannten Arbeitsgruppe, das nennt sich AXPA, das heißt Alter und Gesundheit im Bezirk Affoltern. Und da gab es jetzt 6 Arbeitsgruppen und genau eine hat sich mit dem beschäftigt, wie bringt man all die verschiedenen, KISS ist nur ein Element, da gibt es noch 14 andere, wie bringt man die jetzt zusammen? Und dass man vielleicht am Schluss eine Telefonnummer hat und alle 14 im Prinzip am Dort hat, beziehungsweise eine am Dort hat, wer weiß, jetzt braucht es das und dann braucht es das. Und wir haben gesagt, wir möchten jetzt erst den Prozess abwarten. Wir sind mit drin. Es wäre jetzt
im März, also respektive dann, ja, im März wäre jetzt die sogenannte Arbeitsgruppe aufgelöst und es gibt Projekte, konkrete 8 Projekte, wo jetzt dann bearbeitet werden. Und wir haben damals gesagt, wir treten jetzt nicht in Kiesbein, sind aber auch bei anderen Sachen nicht beitreten, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir da erstmal schauen, gibt es da Doppelspurigkeit und so weiter und so weiter. Das einzelne Ansehen, wenn ich das trotzdem mal höre, muss man sagen, da kann man nicht dagegen sein. Aber wie der Felix auch gesagt hat, wir müssen es im Gesamtkontext lösen. Und da, denke ich, kommen wir mal 22 ein Stück weiter. Wer will noch eine Frage stellen? Wir haben wahrscheinlich noch für eine Zeit. Dann, ja, bitte. Ich bin Ursula Stierli. Ich bin auch ein Steckenpferd der Bildung, bin hier tätig. Und es ist ja jetzt im Gespräch, dass wir Mittelschule machen. Und ich würde eigentlich euch fragen, wie tun wir euch einsetzen für die Kinder, die nicht in die Mittelschule kommen. Weil ich merke den Druck auf die Familien, die Kinder selber machen und in die Säcke ankommen. Die steigen gewaltig und die steigen dann gewaltig, wenn die Mittelschule in der Nähe ist. Wo tun wir den dualen Bildungsweg, den wir haben, unterstützen? Also ich denke, das kann sicher auch fürsorglich sein mit dieser Volksschul-Oberstufe, vor allem mit der Säcke C und B. Und ich sehe, dass wenn man einfach die Gelder nachschaut, was ein Schüler im Gym kostet und ein Schüler in der Säcke C, wo haben wir Spieler? Ich weiß es nicht, ich bin nicht Politiker, aber ich will das einfach gesagt haben, weil eine gute Ausbildung, eine gute Lehre hilft ganz vielen, einen super Arbeitsjob zu machen und dann haben wir einfach Kräfte nachher. Und zwar top, Fachkräfte teilweise. Und das finde ich einfach, wenn man davon redet, dass man die Mittelschule dahin nimmt, dürfen wir die anderen nicht vergessen. Und da weiß nicht, wer das ist. Danke vielmals. Es ist halt einfach wirklich aus dem Herzen gesprochen. Ich habe es vorher nicht erwähnt, weil die Mittelschule jetzt gerade so aktuell ist. Mein erster Beruf ist Schreiner. Ich habe dann Musik gemacht, bin als Konzi gegangen, habe eine zweite Ausbildung gemacht, Quereinsteiger als Lehrer und bin dann zum Schulleiter gekommen. Und das ist eigentlich genau das Beispiel, das du ansprichst. Es ist möglich, nach einer guten Lehre einfach diesen Weg zu gehen. Wir haben eine gute Oberstufe hier in Affolter. Also wir haben natürlich auch eine gute Primarschule. Aber ich wollte damit sagen, die Stärkung von der SEC 2, also von der SEC an und für sich von der Oberstufe gehört dazu. Das ist das A und so. Ich habe vorhin ein Statement abgegeben für den Standort. Und das ist natürlich gemeint für die ganze Schule. Und da gehört das dazu, dass wir unsere Gewerbler stärken und unsere Menschen, unsere jungen Menschen, unsere Schülerinnen und Schüler können da abhalten. Ich bin auch im Bundesstudium als Schulleiter gewesen und dort haben wir ja auch ganz gutes Forum, immer in der Dreifachturnhalle gehabt, wo wir die Ausstellung gemacht haben mit dem Gewerbe für die Lehrlinge. Also das heisst, für unsere Oberstufenschüler haben sie sich dort anschauen, was läuft. Ein bisschen zum Bezirk aus hat man das nicht gekannt. Und das ist wiederum auch eine Standortförderung vom Bezirk. Und ich nehme es so wahr, dass wir sehr stark dort eigentlich unterwegs sind, die Schüler auszubilden, dass sie nachher eben auch ins Gewerbe gehen können, also eine Lehre machen können. Und das gilt für alle, ob jetzt Sek C, Sek A, Sek B. Also ich bin absolut gleicher Meinung. Wir müssen genau schauen, dass wir nicht auf ein Steckenpferd gehen, sondern versuchen, die ganze Schule zu stärken, damit wir allen gerecht werden. Das ist ein Anliegen, das die Schule hat, das weiss ich, dass eben der Übergang von der 6. Klasse eben auch gut kann gelingen in die Oberstufe. Das funktioniert eigentlich recht gut. Vielleicht etwas Kleines, was ich da an dieser Stelle sagen darf. Das Angebot ist eigentlich da, aber auch wir Eltern müssen den Klick machen, dass es gut ist, wenn man eine Ausbildung machen kann. Und dass man dann in einem zweiten Schub später immer noch einen Weg einschlagen kann, das ist das Beispiel bei mir ganz klar. Also müssen auch wir Eltern müssen den Weg machen und nicht nur einfach versuchen, bei der Schule Schräubchen zu drüllen oder bei den Finanzen der Stadt, sondern wir Eltern sagen, es ist auch gut, das Kind machen zu lassen, was es kann. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass die Eltern wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Das betrifft zwar schon vielleicht stärker die Oberstufe, aber auch Primarschule, weil man kann ja auch nach der 6. Klasse ins Gymi. Was macht Primarschule Affolter im Hinblick auf das duale Bildungssystem?
Ja, also bei uns ist natürlich schon, wir kommen zuerst mal mit den Kindergärtnern, die von unten raufkommen. Und ich denke mir, da ist es einfach wichtig, dass wir die notwendigen Ressourcen auch, um die Kinder zu fördern, auch wirklich haben. Und ja, das ist dann wieder so ein bisschen, was ich eingangs gesagt habe, seine viele Sachen, für das braucht es kein Geld. Und für gewisse Sachen braucht es halt dann auch Geld. Bildung kostet halt auch. Und ich denke mir, dort muss man so immer so ein bisschen den gesunde Mittelweg können finden, dass man das auch finanzieren können. Hermann Brütsch. Nein. Ja, es steht ähnlich. Das ist halt nicht in der Natur der Sache. Also, es ist nur eine ganz kleine Bemerkung vom Herzen, auch auf den Einwand von der Ursula. Wir reden immer vom dualen Bildungssystem. Und ich habe kürzlich mit dem Felix und mit dem Clemens geredet über das Gymi. Ich persönlich finde es schon gut, wenn eine Schule kommt, auf Affoltern. Ob es unbedingt ein Gymi sein muss, wo eigentlich die Fahrstufen zu den nächsten arbeitslosen Akademikern sind, das frage ich mich noch. Man könnte auch sagen, wir stellen die Gewerbeschule auf die Beine, dann haben wir etwas, was uns in den nächsten Jahrzehnten eine gewisse Sicherheit gibt, dass wenigstens das Grundbedürfnis von der Bevölkerung abgedeckt sind. Ja, Markus Gassler. Also einfach zu dem, was du jetzt einmal gesagt hast, muss ich einfach sagen, wenn ich die Zahlen anschaue, wo es der Kanton prognostiziert, dann stimmt. In 20, 30 Jahren, da wo wir jetzt das dritte stehen, stehen nachher einfach 4 Leute. Und das gibt entsprechend einfach auch mehr Schüler. Ich bin in der Verhandlung mit dem Kanton, mit dem Chef, der dort zuständig ist für die Kantonsschule, und so eine Bau, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir müssen sofort eine Kantonsschule haben, wir müssen sofort ein Provisorium haben. Also, das ist nicht einfach, wir wollen oder nicht. Die brauchen den Platz. Die müssen da auf Affolter kommen. Es hat vor ein paar Jahren ganz anders gestimmt, ich weiss es. Aber es ist jetzt einfach so, dass sie wirklich in Affolter angewiesen sind, dass wir in Affolter eine Kantonsschule zur Verfügung stellen. Und sind wir auch froh. Meine, es gibt auch da wieder Möglichkeiten, Berufsleute, die hierher kommen, Handwerker, die zu tun haben bei dieser Berufsschule etc. Das ist einfach auch ein Standort, Vorteil, wenn wir so eine Schule da haben. Ich selber habe auch den Weg gemacht, wie du, Felix. Ich bin jetzt Lehrperson, ich habe aber die Real besucht, also das ist Sek B, ist das ursprünglich gewesen. Ich habe das auch gemacht, den Weg, und ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Das ist das beste System, das wir haben hier in der Schweiz, das Duale. Und an dem müssen wir wirklich auch Sorge geben, das ist richtig. Aber wir haben im Stadtrat, sage ich jetzt mal, sehr einen kleinen Hebel, um das zu beeinflussen. Ja. Also ein Hebel haben wir, indem wir nämlich in der Standortförderung dabei sind. Der Standortförderung vom Knonauer Amt. Ich bin dort im Vorstand. Und dort drinnen ist genau ein Projekt, das sich mit dem Fachkräftemangel auseinandersetzt. Sie haben es vielleicht in der Zeitung gelesen, es sind Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger ausgezeichnet worden. Nicht nur, weil sie die besten Noten haben, sondern vielleicht auch, weil sie sonst ein grosses Engagement gehabt haben etc. Auch das mit der Gewerbeschau, also wo das Bonstetten stattgefunden hat, das sind alles Sachen, die unter dem Deckmantel von dem Projekt laufen, damit man auch genau diesen Weg attraktiv behaltet für die Kinder, die eben nicht ins Gymi wollen oder sollten. Vielen Dank. Wir kommen jetzt, und das mal fangen wir auf der anderen Seite an. Wir kommen jetzt zur Abschlussrunde. Ich bitte Sie, je einen 30-sekündigen Werbespot für sich abzugeben. Wieso sollen die Stimmberechtigten genau Sie wählen? Claudia Spöri. Als Titel würde ich sagen, Kontinuität für Primarschule gewährleisten. Mit meinem grossen Kurs möchte ich Primarschule auch die nächsten 4 Jahre und einen wichtigen anstehenden Prozess sorgfältig begleiten, um auch gleiche Chancen sicherzustellen oder gleiche Chancen zu optimieren. Ich bin weiterhin hochmotiviert, packe gerne an, kann unsere Schule in die Richtung führen, mit meiner langjährigen Erfahrung, Engagement und meiner Flexibilität. Perfekt, 27 Sekunden. Clemens, Clemens, ja. Geschätzte Wählerinnen und Wähler,
Wir haben die letzten 4 Jahre bedeutende Projekte angestoßen, umgesetzt und möglicherweise zum großen Teil auch unfallfrei abwickelt. Das macht mir Mut für die kommende Aufgabe. Die sind groß. Ich habe es vorhin gesagt, mir stehen die Infrastrukturgeschichte, da gehört der Sportplatz und so weiter auch dazu, steht bei mir zuvorderst. Das heißt aber auch, und das, über das haben wir heute gar nicht geredet, über die Finanzen, die finde ich nicht so schlecht, wie sie zum Teil geredet werden. Ich finde die Finanzen, wir haben zumindest unseren Haushalt im Griff. Und das heißt, wenn ich den Haushaltsüberschuss habe, kann ich investieren, dass man die letzten 2 Jahre mit dem Seewartel und mit der Schule mit 60 Millionen Investitionen das nicht können schaffen bei einem Cashflow von um die 10 Millionen, ist klar. Aber das muss unser Ziel sein, sparsam, sorgfältig mit dem Geld umzugehen. Danke. Merci, dass Sie jetzt noch 20 Sekunden Stadtpräsidentenbonus waren. Herr Mabutsch. Okay. Ich habe gesagt, ich will, dass Menschen, die zu unserem Stadthaus kommen, sich verstanden fühlen und zufrieden wieder heimgehen. Ich habe gesagt, ich will, dass alle Leute wissen, was der Stadtrat macht. Und ich hätte extrem geplauscht, wenn ich dafür dürfte, verantwortlich sein. Und dann habe ich noch mal etwas. Genau. Es wäre für mich wunderschön, wenn ich dürfte zusammen mit Evelyn und dem Felix frischen Wind in den Stadtrat bringen. Danke. Merci. 30 Sekunden. Evelyn Finner. Als Stadtpräsidentin für alle kann ich eine neue Ära von Miteinander prägen. Meine langjährige Erfahrung im öffentlichen Dienst hilft mir dabei, zu erkennen, wo es nicht so läuft, wie es sollte. Ich bin jahrelang Finanzverwalterin, also ich kenne jede Rechnung, die in einer Verwaltung in und raus geht. Und ich kann darum auch gut erkennen, was vielleicht nicht so ist, wie es sollte sein und was gut ist für die Menschen, die hier leben und hier arbeiten. Merci. Dann Markus Meier. Mein Titel ist «Bewährtes Erhalten, Zukunft gestalten». Ich bin nicht perfekt und ich erwarte es auch nicht von anderen. Jeder ist halt so, wie er ist. Ich mache das, was ich mache, gern. Und man sagt normalerweise, das, was man gern macht, macht man gut. Aber das beurteilen, muss ich anderen überlassen. Merci. Claudia Ledermann. Ich bin ja noch das Küken da in der Runde. Ich bin ja erst seit 1,5 Jahren im Stadtrat und für Finanzen zuständig und natürlich sehr gerne dürfen weiterhin da dranbleiben, auch im Sinn von der Kontinuität für meine Abteilung. Wir haben Herausforderungen selbstverständlich in diesem Ressort und ich finde es sehr spannend und ich bin hoch motiviert, da auch dran zu bleiben. Es ist ja eigentlich immer eine trockene Materie zu zahlen, oder mindestens für viele Menschen. Und mir ist es ein Anliegen, in der Kommunikation das auch so können überzubringen an den Gemeindeversammlungen, dass ich Zahlen auch kann mit Geschichten verbinden und eigentlich ein bisschen aufzeigen, was hinter diesen Zahlen ist. Merci, ich habe jetzt auch noch 20 Sekunden Zahlenbonus gegeben. Okay. Markus Gasser. Ja, ich hoffe, dass ich durch meine Tätigkeit als Stadtrat in den letzten Jahren kann unter Beweis stellen, dass es mir ernst ist, die Stadt mitzugestalten. Ich möchte zusammen mit meinen zukünftigen Gespendchen die Fragen beantworten, wie ich sie am Anfang gesagt habe, zum Beispiel Qualität vom öffentlichen Raum oder vom Aussenraum können Sie gestalten. Aber auch die anderen Fragen, die Sie jetzt heute Abend auch behandelt haben. Und so die kleine Stadt, eine kleine Stadt anstreben, wo sich alle, Sie und ich, können wohlfühlen drin und die Heim fühlen und auch die Heim sein. Merci vielmals. Elian Studer. Wenn ich mich weitere 4 Jahre für ein attraktives Abfoltern einsetzen soll, dann freue ich mich, wenn ich den Ersatzneubau Seewadel, eines von meinen grösseren Projekten, noch zu Ende führen darf, weil dort drin steckt ganz viel Herzblut von mir. Wenn ich mich weitere 4 Jahre für ein attraktives Abfoltern einsetzen soll, dann strebe ich an, dass Abfoltern als Bezirkshauptort von einer Energieregion endlich auch eine Energiestadt wird. Und wenn Sie sich aktiv einbringen und wir gemeinsam Visionen für unsere Stadt und alle Ihre Einwohnerinnen und Einwohner entwickeln wollen, dann freue ich mich über Ihre Stimme. Merci. Völlig führen. Durch meine Motivation kann ich Personen überzeugen und in der Zusammenarbeit
können gewinnen für Probleme. Das erfordert Geduld, Vertrauen und viel Arbeit. Die bin ich bereit zu leisten in meinem Aufgabenbereich. Ein offenes Ohr für die Bevölkerung möchte ich gerne geben. Ich möchte einen Themenspeicher ansammeln und die Anliegen ernst nehmen, die Sie als Bevölkerung haben. Ich möchte in Austausch kommen, wie ich das schon mehrmals heute Abend gesagt habe, und die Fragestellenden ernst nehmen. Ich habe schon bereits zwei Anlässe gemacht. Ein weiterer kommt am 24. Februar zum Thema Verkehr, wo ich gerne mit Ihnen in die Diskussion komme. Der Abschluss passiert dann am 10. März zum Thema Verein. Ich stelle mich zur Verfügung, diesen Fragen ernst entgegenzugehen. Danke vielmals. Merci vielmals. Merci vielmals für die Diskussion. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und Fragen. Und ich gebe jetzt Felix Führer in seiner anderen Funktion das Wort, nämlich nicht als Kandidat, sondern als IPK-Präsident. Bitte, Felix. Genau. Danke vielmals, Bernhard Schneider, für den professionellen und ganz guten Abriss. Also ich bin ein bisschen in die Schweiz gekommen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben einen interessanten Abend gehabt. Danke vielmals, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich kann nur sagen, kommen Sie gut heim, wählen Sie richtig. Und ganz, ganz einen Dank an Bernhard. Merci vielmals. Merci vielmals. Ja, natürlich. Ja, es, eben, also, wenn Sie noch ein Anliegen haben, dann kann man ja auch noch unter vier Augen miteinander. Genau. Dann ist es auch ein Interesse, mich persönlich zu lassen, dass Sie sich natürlich auf uns zukommen und so ein bisschen zwei Gespräche mit der Maske diskutieren. Danke.